So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, das Wasser läuft noch. Erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben es heute jetzt den zweiten Tag meiner Challenge. Ich werde jetzt loslegen. Warte mal ganz kurz. Furchtbar, dieses ist furchtbar. Ich will die Haare machen. Ich muss gleich los zum Putzen. Genau. Also nichts, ich habe mich nichts vorbereitet, ne? Typisch, kennt mich ja, ne? Furchtbar, diese Haare sind grausam, wirklich. Heute werde ich nach dem Putzen, so um 12 ungefähr, werde ich dann zur Stadt, nicht, ans Wasser, an die Weser gehen. Oh Gott. Ja, und ja, da werde ich, was werde ich da machen? Ein bisschen rumlatschen, ein bisschen Zeit vertreiben. Genau. Also wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. So, meine Lieben, das ist heute mein Frühstück. Ich hätte es beinahe vergessen. Und zwar Käse wieder mit Frischkäse, Pesto Rosso und Tomaten nicht, Gurken. Ich könnte es euch nicht vorstellen, ich bin so blöd. Ich habe gerade Wasser in ein Sieb gepackt oder meine Bottich. Und was habe ich vergessen? Den Tee heute. Hilfe! So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich war bei Real nach dem Putzen und habe ich ein bisschen eingekauft, nicht großartig. Aber ich wollte euch trotzdem zeigen. Mein Gott, die Haare sehen aus. Ja, ist halt leider so. Und zwar stand ich an einer Wursttheke. Wursttheke, also an den Wurstregal und habe gedacht, nehme ich jetzt was mit, nehme ich jetzt nichts mit. Ich habe was mitgenommen und zwar vegetarischer Fleischwurst von Gutfried. Nein, keine richtige Wurst, sondern vegetarische. Dann habe ich Johannisbeerenkirsche, den Tee, da ich ja immer noch Tee trinke statt irgendwas anderes. Weil Wasser kann ich mir, ist so schwer. Weil ich nur mit zu Fuß gehe und es ist schon ein bisschen weiter weg. Dann habe ich, glaube ich, dreimal, genau, Blaubeeren für 79 Cent. Gut, es sind aber auch nur 125 Gramm drin, also einmal das, nochmal und nochmal. Ich hatte das als Kind, haben wir das immer getrunken mit Milch. Also wir haben die in Milch eingelegt und das mache ich jetzt auch. Deswegen habe ich hier 1 Liter fettarme Milch. Genau. Dann habe ich einmal für 3,99 €, finde ich relativ in Ordnung, glaube ich, weil ich weiß nicht, wie sonst wie viel die gekostet hätte. Und zwar eine Wassermelone, so eine kleinere, aber ich liebe Wassermelone und die werde ich heute auch gleich essen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe 77 Kilokalorien hat eine ganze Melone. Mal schauen. Dann habe ich einmal Waschmittel, nicht sondern Weichspüler mitgenommen, weil dann riecht die Wäsche auf jeden Fall besser. Eine von Lenore. Den Parfüm Goldene Orchidee. Na dann. Dann habe ich einmal vegetarische Rostbratwürstchen auf Basis von was? Mycopolia. Genau. Die sehen so aus, sind aber in einer Packung drin, weil meine Eltern werden morgen grillen und morgen wieder ein
schöner Tag. Auch an. Ja, furchtbar. Furchtbar, die Katze. Ja, auf jeden Fall wird morgen ein gut toller Tag. Ich werde morgen mit meiner Mutter nach Hannover fahren. Aber das erzähle ich euch nachher alles. Auf jeden Fall, diese Würstchen für 2,49 Euro ungefähr. Ja. Und für heute, eigentlich wollte ich ja Spinat zum Kartoffeln und dem Tofu essen, aber ich habe mir was viel Besseres ausgesucht. Und zwar esse ich Kartoffeln mit Spargel. Der war im Angebot, nicht Angebot, nein. Ich weiß nicht. 2 Euro irgendwas, 500 Gramm und dann nochmal 500, also 1 Kilo. Das sind aber diesmal richtige Okolyten. Also wirklich sehr, sehr dicke Spargelstücken. Ich finde sie sehr gut. Ich finde diese kleinen, dünneren, dünneren besser. Aber das gab es gar keiner. Und daneben konnte man sich selber 1 Kilo wegpflücken, also wegnehmen. Die wären aber schon 6 Euro. Okay, wäre vielleicht auch nicht anders gewesen, ne? Ja, egal. Schwamm drüber. Ja. Und als guter Schluss habe ich noch Sauce Hollandaise Knorr. Die Light-Variante, 30% weniger Fett. Genau. Das war mein Einkauf bei Real. Mal gucken, was ich alles davon mache jetzt gleich. Aber ihr werdet es ja sehen. Oh. So, meine Lieben, das ist jetzt mein Armbrotessen. Und zwar Spargel mit Sauce Hollandaise, Kartoffeln und Tofu. Richtig lecker. So, ja, meine Lieben. Das war ein Tag. Die Klospülung macht mich wahnsinnig. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Aber die läuft immer wieder nach. Es ist furchtbar. Wirklich. Ein Irrenhaus hier, wirklich. Es läuft immer noch. Oh Gott. Hoffentlich ziehe ich hier bald aus. Wirklich. Grauenhaft. Oder furchtbar, was auch nennen möchte. Auf jeden Fall, das war jetzt mein zweiter Tag mit einer Challenge. Ja. Zu Armut habe ich ja gegessen Spargel mit Sauce Hollandaise und Tofu und Kartoffeln. War ganz lecker. Und nebenbei habe ich ja Fußball geguckt. Schade, war wirklich sehr traurig, dass Liverpool leider nicht gewonnen hat. Erstens, Liverpool hat zu wenig Tore geschossen, deswegen haben sie verloren. Und ja, wegen dem Torwart. Ja, der hat zwei wirklich dumme Dinger reingelassen. Einer hat er den fast in einen Fuß geschmissen und da ist er reingegangen. Und bei dem anderen war es halt so, dass er ihn so wegfausten wollte. Und dann ist es irgendwie, ja, doch reingekommen ins Tor. Ist natürlich doof gelaufen. Aber ich bin immer so jemand, ich denke dann immer, tja, ist halt passiert, ist halt nur ein Mensch. Keine Maschine, ne? Weil Fehler macht man und aus Fehlern lernt man dann. Und deswegen finde ich es nicht so dramatisch. Klar, es ist nicht meine Mannschaft, Liverpool. Wenn 96 das wäre, wär ich vielleicht auch so sauer wie viele Liverpool-Fans. Aber trotzdem finde ich es immer so ein bisschen schade, dass auch so viele, gleich nach dem Abpfiff kam gleich die Meldung von Bild und Spiegel Online und sonst irgendwas. Klopp, Liverpool hat 3-1 gegen Madrid verloren, dank den Torhüter Dings, ich weiß den Namen jetzt nicht. Und dann haben sie auch noch hingeschrieben, ja, gibt es überhaupt noch gute deutsche Torhüter? Nein, natürlich haben wir keinen guten Torhüter. Neuer ist kein guter, oder Ter Stegen oder Bernd Leno, die alle beide, glaube ich, 266, also 66, in deutscher Nationalmannschaft spielen, sind wir keine guten, natürlich nicht. Ach, was für blöde Fragen immer, oder diese Aussagen. Es ist nur ein Mensch, der Fehler gemacht hat und er lernt ja daraus. Und nicht gleich, bei Twitter sagt man jetzt, man soll ihn entlassen, solchen Spieler brauchen wir Liverpool nicht.
Ja, mein Gott, irgendwie, weiß ich nicht, wie heißt denn der, Buffon, hätte auch mal, hat auch mal Fehler in seiner Saison, in seiner Karriere gemacht. Und man lernt daraus, also finde ich persönlich. Und deswegen ist es auch kein Weltuntergang. Natürlich ist es schade. Ich hätte es Liverpool auch sehr gegönnt, anstatt Madrid. Weil die haben's ja, sind da so ein bisschen so wie Bayern in der Bundesliga immer die gleichen, die gewinnen. Von daher hätte ich es mir gegönnt, also hätte ich es mir gegönnt, hätte es gegönnt, den Liverpoolern, ja, Klopps Mannschaft, aber hat leider nicht geklappt. Genau. Wir haben es jetzt, oh, 23.18 Uhr, ich muss jetzt sofort ins Bett. Vielleicht mache ich das morgen, dass ich dieses Video im Auto bearbeite, weil ich morgen um 5 Uhr aufstehen muss. Weil meine Mutter fährt ja morgen früh um 5:45 holt sie mich ab nach Hannover. Sie hat da irgendwie einen Friseurtermin, also jemand bekommt eine Prüfung und meine Mutter ist sogar ein Model oder ne, Prüfungsobjekt dieser Dame und deswegen muss ich da mit hin. Ich glaube, so sonntags ist Prüfung da, Friseurlehre, keine Ahnung. Und genau. Und da fahre ich mit, weil es Hannover ist und Fischerhof, das ist auch gleich an dem Stadion. Natürlich werde ich am Stadion vorbeigehen und dann halt in die Stadt gehen, ein bisschen gucken. Ja, das werde ich morgen mal machen. Hannover, ja Leute, Hannover. Ist scheißegal, ob ich da nur sitze und irgendwas mache oder durch die ganze Stadt durchlatsche. Scheißegal, es ist Hannover, Leute. Das ist so geil. Ich finde Hannover so wunderschön. Und von daher, als meine Mutter gesagt hat, sie muss nach Hannover, komme ich sofort mit. Ich sage, egal welche Uhrzeit, ich komme mit. Morgens um 6. Auf geht's nach Hannover. Juhu! Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend. Ich